Seit einigen Wochen schon geht Irans sogenannte Sittenpolizei wieder gegen Frauen im Land vor, die sich in aller Öffentlichkeit der konservativen islamischen Kleiderordnung widersetzen. Etwa indem sie kein Kopftuch tragen. Nun hat der Präsident des Landes, Ibrahim Raisi, höchstpersönlich mit Konsequenzen gedroht. Die Regierung hat ein umstrittenes Gesetz ausgearbeitet, das bei Verstößen drakonische Strafen vorsieht. Und trotzdem setzen viele Frauen ihren stillen Protest gegen das Regime fort. Dieses Video aus den sozialen Medien soll zeigen, wie eine iranische Polizistin in Zivil gegen eine unverhüllte Frau vorgeht. Neuer Alltag auf Irans Straßen, wo die Sittenpolizei seit kurzem wieder durchgreift. Unsere Beamten werden alle belangen, die ignorieren, welche Folgen es haben kann, wenn man den Hijab nicht richtig trägt oder vorsätzlich die Regeln missachtet. Wer sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, wird nicht mehr nur verwarnt werden, sondern muss sich auch vor Gericht verantworten. Im Jahr 2022 hatten tausende Iranerinnen einen beispiellosen Aufstand gegen die Kopftuchpflicht begonnen. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini. Auch sie war in Polizeigewahrsam gelandet, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt trug. In Haft wurde Amini bewusstlos, starb wenig später im Krankenhaus. Seit dem Vorfall halten sich viele Iranerinnen nur noch an ihre eigenen Kleiderregeln. Ich kaufe fast keine Schals und Mäntel mehr und auch den Hijab trage ich schon lange nicht mehr. Ich war unverschleiert an ganz normalen Orten, aber dass ich dort ohne Kopftuch war, hat diese Orte für mich zu etwas Besonderem gemacht. Es scheint, als habe der Staat die Kontrolle über den Hijab verloren und jetzt tut er alles, um diese Kontrolle zurückzugewinnen. Dabei greift das streng religiöse Regime zunehmend auch auf Überwachungstechnologie zurück. Einmal bekam ich eine Warn-SMS, nachdem ich mein Kopftuch während einer Autofahrt abgelegt hatte. In einer anderen Nachricht hieß es dann, sie würden mein Auto beschlagnahmen. Da war ich gerade zusammen mit einer Freundin auf einem Ausflug mit dem Auto, auch wieder ohne Hijab. Aber dass sie das Auto einfach so beschlagnahmen könnten, war ein beängstigender Gedanke. Wie weit die Überwachung geht, zeigt dieses Video, das Irans Staatsmedien im Juni veröffentlichten. Der Staat werde unverhüllte Frauen per Gesichtserkennung identifizieren und Daten über sie sammeln, heißt es darin. Und auch Hotels, Restaurants und Einkaufszentren müssen inzwischen mit Schließung rechnen, wenn weibliche Gäste dort keinen Hijab tragen. Ein paar junge Menschen werden sich vielleicht auch weiter weigern, das Kopftuch zu tragen. Doch wer auf seinen Job und sein Gehalt angewiesen ist, wird sich dazu gezwungen sehen. Am 16. September jährt sich der Todestag von Jina Mahsa Amini zum ersten Mal. Ob es wieder Demos gibt, ist noch offen, denn inzwischen ist der Kampf um mehr Selbstbestimmung für Irans Frauen wieder sehr riskant.